Das Beste an Tieren ist, finde ich, dass sie so unbeirrt mit ihrem Lebendigsein beschäftigt sind. Sie zweifeln natürlich nicht nur nicht daran, dass sie leben, sondern sie sind auch unbefangen damit beschäftigt, alles für ihr Lebendigsein zu tun und sind dabei ja von großartiger Hartnäckigkeit. Sie gucken einen an, lassen einen nicht aus dem Auge, wenn sie von einem etwas wollen. Was dazu führt, wenn ich auf dem Land alleine bin, habe ich manchmal das Gefühl, ich bin von der Mafia umgeben, weil zwei Katzen da sind und mich angucken und zwei Hunde da sind, die mich angucken und mir überall hin folgen. Und wenn man mit Tieren zu tun hat, ist man selber, glaube ich, dadurch sehr viel lebendiger. Das klingt nach einer freundlichen Mafia, von der Sie da umgeben sind. Das kommt darauf an, ob unsere Bedürfnisse kollidieren. Also wenn wir dasselbe wollen, nämlich das, was auf dem Tisch steht, dann gibt es natürlich Situationen, die weniger freundlich sind. Dann fliegen die Katzen vom Tisch in hohem Bogen. Oder die Meerschweinchen. Meerschweinchen gibt es auch. Meerschweinchen gibt es auch, aber die sind nicht auf dem Tisch und fliegen nicht von dem Tisch. Die sind aber kleine Tiere in ihrer... Die sind ja dann so eifrig. Das finde ich immer bezaubernd. Die Meerschweinchen haben bei uns über 20 Quadratmeter. Also die leben in einem alten Stall mit 6 Meerschweinchen und 3 Kaninchen und laufen da natürlich auf dieser großen Fläche dahin, wo sie hinwollen und kommen oder kommen nicht. Da freue ich mich eigentlich eher, wenn die mal kommen und gucken. In Ihrem Buch spielen zwei Hunde eine große Rolle. Das sind Irish Terrier. Was ist das Besondere an denen? Dass sie eigentlich eine Art Hundekonzentrat sind. Also sie sind sehr intensiv Hund und zwar der fröhlichsten Sorte. Sie sind unendlich vergnügt. Alle, die ich kenne, sind nicht so viele, muss ich zugeben. Aber alle, die ich bisher getroffen habe, waren vergnügt, sehr lebhaft, sind sehr lebhafte Hunde. Früher galten sie als ausgesprochene Rüpel, kampflustig auch, was auf Englisch genannt wird, a little too ready. To fight, musste man da wohl immer ergänzen. Und sind hell im Kopf für einen Hund. Und haben etwas, das haben wahrscheinlich viele Hunde, ich kenne so viele Hunde nicht. Wir haben eine Airedale-Hündin und einen Irish Terrier. Die können sehr deutlich lachen. Also die ziehen die Lefzen zurück und gucken einen an, wenn sie sich freuen über irgendwas, wenn man wiederkommt oder wenn man etwas Erfreuliches in der Hand hat, meistens ja was Essbares. Das ist bei denen gut. Die machen einfach gute Laune. Wenn man morgens sehr müde und trist ist, dann wird man aufgemöbelt. Und geht dieses Leben mit Tieren auch in der Stadt oder musste die Geschichte auch deswegen zum Teil auf dem Land spielen? Sie geht besser in der Stadt, auf dem Land als in der Stadt, insofern die Tiere sich selbstständiger bewegen können. Und meiner Erfahrung nach sind die Tiere, je freier sie sind, desto bezaubernder. Aber es geht auch in der Stadt. Zwei Hunde sind besser als einer, habe ich festgestellt, weil sie einfach natürlich ihr eigenes Leben haben und sehr unabhängig sind. Wollen Sie ganz kurz erzählen, um was es geht in dem Buch? Es geht eigentlich um Trost und um die Frage, wie man aus einer schier ausweglosen Situation herausfinden kann. In dem Fall ist die Ausweglosigkeit einer 13-Jährigen, dass ihre Mutter gestorben ist. Auch sehr jäh, sie war wohl krank, es war nicht so gänzlich aus heiterem Himmel, aber dann sehr jäh, das heißt auch ohne Abschied im Grunde. Und dass der Vater sich zurückzieht in sein Unileben und in seine Bücherwelt und eigentlich selber auch keine Idee hat, wie das Leben fortgeführt werden könnte. Um das Ganze noch schlimmer zu machen, gibt es ein Geldproblem, weil die Mutter verdient hat und der Vater befunden hat, man müsse in eine kleinere Wohnung ziehen. Und Iris, so heißt das Mädchen, ist in Not und weiß auch nicht, wie es möglich wäre, da rauszukommen. Also es fehlt so die Idee, dass es irgendwie wieder besser werden kann. Und dann gibt es verschiedene Tiere, die Sie
an einen anderen Ort ziehen, könnte man sagen. Sie wird ein bisschen aufs Land gezogen, diese Protagonistin. Sie trifft ein Pferd bei einem Martinsumzug, bei einem altmodischen St. Martinsumzug in der Stadt. Es muss ja eigentlich immer ein weißes Pferd sein, zumindest war das in meiner Kindheit so, dass dann ein weißes Pferd irgendwo hergeschafft wurde. Und dieses weiße Pferd ist aber unruhiger Natur und findet diesen ganzen Auftrieb schon nicht so lustig. Und dann gibt es aus einem nahegelegenen kleinen Park, einer Grünanlage, einen Böller. Und das Pferd erschrickt. Und sie, die mit Pferden zu tun hat schon, weil sie verschiedentlich in Reiterferien war, hält das Pferd am Zügel. Und die beiden gucken sich an, das Pferd und das Mädchen. Und das Mädchen sieht etwas. Es sieht etwas, was sich nicht erklären lässt und was mit ihrer Mutter zu tun hat. Das ist so ein bisschen der erste magische Moment in diesem Buch. Und es gibt mehrere magische Momente, wo man das Gefühl hat, es gibt Wesen. Manchmal sind es Tiere, es gibt aber auch Figuren, also Menschen, die was Magisches haben. Die wissen irgendwie mehr als die Menschen, die sich gerade durch die Handlung bewegen. Also mein Gefühl. Ich habe vorhin drüber nachgedacht, ob ich eigentlich das Wort magisch oder das Wort geheimnisvoll passender finde. Das liegt daran, dass magische Literatur, also Kinder- und Jugendliteratur, ja so unglaublich populär ist. Meine Töchter lesen auch kiloweise davon, sodass ich ein bisschen weiß, wie einige der Bücher funktionieren. Und ich bin oft enttäuscht, weil ich das Gefühl habe, das ist die Kausalität unseres normalen Lebens mit anderen Vorzeichen. Also dann sind es halt plötzlich Tiere statt Menschen oder es kommen Tiere dazu. Aber nach dem, was ich sehe, ist das ganz selten wirklich geheimnisvoll. Geheimnisvoll ist ja etwas, was sich auch der Autorin entzieht, würde ich behaupten. Und auch den Figuren bis zum gewissen Grad entzieht. Und was sich auch nicht auflösen lässt. Also für mich ist ein echtes Geheimnis nicht das, wozu es dann die Auflösung gibt irgendwann. Mhm. Sondern etwas, was geheimnisvoll bleibt und vielleicht so ein bisschen verweist darauf, dass die Welt größer ist, als wir denken. Also die Frau Brockmann ist ja so eine Figur, die erstmal ziemlich wunderlich daherkommt und Sachen erzählt, wo man erstmal denkt, was ist mit der eigentlich los? Und dann weiß die zwischendurch Dinge. Und ich habe mich immer gefragt, was weiß sie eigentlich? Weiß sie irgendwie was? Sind das Zufallstreffer, die sie manchmal verkündet? Man hat das Gefühl, die schwebt so ein bisschen über allem. Und das wird auch nicht aufgelöst, was sie eigentlich weiß. Es spielt hier zum Teil in Brandenburg, in Oberhavel. Also teils in Berlin, teils im Löwenberger Land. Und es gibt da etwas, das heißt Böter oder Böterin. Das ist etwas, was mir in meinem Leben noch nicht begegnet war. Das sind, ich glaube, es sind oft Frauen, aber vielleicht stimmt das gar nicht. Das sind Frauen, die Kräuter kennen, die über Gesundheit wissen und die auch manchmal einfach Dinge vorhersehen. Eigentlich würde ich lieber sagen, antizipieren. Das ist ja etwas, was Tiere auch ganz stark tun. Hunde antizipieren. Bei Katzen bin ich nicht so sicher, die reden immer nicht mit mir. Pferde antizipieren, ganz klar. Und Böterinnen sind weise Frauen, die um Dinge wissen, die wir nicht wissen. Welche Art von Wissen das ist, kann man vielleicht gar nicht genau bestimmen. Hätte das Buch auch in Bayern spielen können? Nein, weil ich Bayern nicht kenne und ich musste einfach die Landschaft gut kennen und ich musste die Menschen in den Dörfern kennen. Da kommen ja gar nicht so viele vor, aber man muss ja, wenn man was schreiben will, immer sehr, sehr, sehr viel mehr kennen und dann kann man so ein ganz kleines bisschen hoffentlich als Kondensat einfangen. Wir haben seit 9 Jahren fast ein Haus im Löwenberger Land und ich dachte, am Anfang, wir ziehen so ein bisschen aufs Land, auch der Kinder wegen, wie man das so tut. Die Kinder sollen an die frische Luft und ins Grüne und Pflanzen und Tiere kennenlernen. Und es ist ein bisschen anders ausgegangen, als wir uns dachten, weil wir sind wirklich auch in ein Dorf gezogen und vielen Menschen da sehr verbunden.
Und dadurch habe ich auch das Gefühl, ich weiß so ein bisschen wenigstens, wie Menschen dort sprechen. Und manchmal weiß ich auch vielleicht ein bisschen, wie sie reden. Da habe ich mir natürlich Hilfe geholt. Und was ich mich oft gefragt habe, als ich den Text durchgegangen bin, ist das Schreiben für eine junge Zielgruppe ein anderes gewesen für Sie? Oder haben Sie eigentlich genauso geschrieben? Ich habe noch nie so schnell geschrieben. Also das war für mich geradezu überwältigend, weil sonst sitze ich einigermaßen tapfer den Tag über an meiner Arbeit und stehe mal auf und mache irgendwas, weil ich ja nachdenken muss und dafür die Hände nicht brauche, kann ich auch Wäsche aufhängen. Aber ich sitze an einem Text und schreibe dann, wenn es gut geht, eine Seite innerhalb des Tages. Und die Grundfassung von dem Buch habe ich in so kurzer Zeit geschrieben, dass ich es jetzt vergessen habe. Ehrlich gesagt, wie kurz es war. Ein, zwei Monate. Und es war eigentlich das, wovon ich immer ein bisschen träume. Es gibt einen Satz oder ein Bild und daraus entsteht die Geschichte. Danach muss man natürlich trotzdem viel daran noch arbeiten, aber ich war so sicher, dass die Stimme von diesem Mädchen ist. Ich konnte mich, glaube ich, gut in dieses Mädchen rein versetzen, möchte ich nicht sagen, weil rein versetzen klingt dann so, als hätte ich mich mit dem Mädchen identifiziert. Ich glaube, ich kannte ihre Stimme einfach. Ich kannte sie von innen, als jemand anders, die Figur. Was war der Satz oder das Bild? Der Blick in das Auge von diesem Tier und dieses Begreifen, dass es da etwas gibt, dass es noch eine Helligkeit gibt, dass es etwas gibt, was sich diesem Mädchen in der Situation entzieht, aber was ihr Leben wieder zu einem Leben macht und was die Möglichkeit verspricht, dass dieses Leben, was sie ja nun mal lebt, auch tatsächlich ihr Leben wird. Und das ist ein Thema, was mich immer unendlich beschäftigt. Ich glaube, Tote leisten uns Gesellschaft. Ist meine Erfahrung auch tatsächlich. Ich habe sehr nahe Tote, die mir über Jahrzehnte hinweg Gesellschaft leisten. Und ich glaube, das ist auch etwas, was einen Tod dann mit einem Tod versöhnen kann. Und dann gibt es ja noch ganz viele Freunde, die Iris zur Seite stehen, die zu Beginn der Geschichte erst ziemlich weit entfernt scheinen und ihr dann wieder nahe kommen, auch über die Begegnung mit dem Pferd, aber auch über die beiden Hunde. Die Tiere scheinen irgendwie immer wieder dafür zu sorgen, dass neue Begegnungen und neue Horizonte irgendwie entstehen. Die Kinder aus der Klasse, also die sind ja kaum noch Kinder eigentlich, junge Leute, möchte man sagen, die sind für Iris fern. Und ein besonderes Problem ist, dass ihre vormals beste Freundin nicht mehr ihre Freundin ist, seit dem Tod der Mutter. Und warum das so ist, haben augenscheinlich beide Mädchen entweder gar nicht ganz begriffen oder jedenfalls nicht in der Hand. Eines Tages ist aber diese Freundin den Tränen nahe. Und es stellt sich heraus, dass die beiden Irish Terrier, die in ihre Familie gehören, aus dem Haus müssen, weil der Bruder eine starke Allergie entwickelt hat. Und jetzt ist die Frage, was wird aus den Hunden? Und dann geht es darum, diese Hunde zu retten. Das heißt, dafür zu sorgen, dass sie nicht ins Tierheim kommen. Es geht auch darum, dass, ich möchte fast sagen, Trost alleine nicht zu haben ist. Trost ist, glaube ich, immer etwas, was zwischen Menschen oder zwischen Geschöpfen, um jetzt die Tiere mit einzubeziehen, zwischen Geschöpfen sich bildet und entstehen kann. Und das passiert da. Es gibt also erstmal die Freundin Lisa und dann gibt es einen Jungen, der anders als die anderen nicht als kompletter Idiot qualifiziert ist, sondern so einen kleinen, also er ist nicht hoffnungslos. Und dann gibt es noch ein drittes Mädchen, also eine vierte Jugendliche, Setenay, die sich dazu gesellt, ganz vorsichtig. Und plötzlich sind sie zu viert. Und das Leben ist natürlich ganz anders, wenn man zu viert ist und wenn sich auch herausstellt allmählich, dass man alle möglichen Dinge gedacht hat übereinander
und dass sie nicht stimmen. Und plötzlich ist diese Welt auch dadurch größer, dass man feststellt, man hatte wieder mal eine Meinung und man hat mal wieder alles Mögliche gewusst. Aber nein, da ist noch ganz viel mehr und es gibt noch ganz andere Sachen. Es gibt eine ganz tolle Szene, wo die Jugendlichen zusammen in einer Pizzeria sitzen und eigentlich ist die Begegnung mit Belle schon ist ein paar Tage her, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zu diesem Zeitpunkt. Ja. Und dann kommt dieses weiße Pferd, das schon mal so eine Begegnung mit Iris hatte, plötzlich die Bundesallee entlang galoppiert. Es springt sogar noch über ein Auto. Das finde ich eine wahnsinnig beeindruckende Szene. Das ist eine meiner Lieblingsszenen. Diese Begegnung, wo danach alle sagen, ist das jetzt wirklich passiert? Aber alle haben es gesehen und es ist anscheinend wirklich passiert. Vor allem die Restaurantbesitzerin ja. hat es auch gesehen, die ja gar nicht involviert ist. Un cavallo bianco. Woher kommt dieses weiße Pferd? Ja. Ja, die ist toll. Und die abendliche Szene, wo die Kaninchen die Führung übernehmen. Kaninchen sind wirklich, Kaninchen und Hasen sind ja so unterschiedlich. Ich weiß dann immer nicht, da muss ich zugeben, bin ich immer unsicher. Eigentlich finde ich Hasen noch eindrucksvoller, aber Hasen scheinen mir sehr wenig kommunikativ zu sein. Es sind ja auch Einzelgänger, es sind ja zwei und ich weiß gar nicht, ob Hasen zu zweit sein möchten. Das Pferd hat auch ein Geheimnis, denn auch das Pferd hat jemanden verloren. Und Tiere reagieren ja auf den Verlust eines nahen Tieres oder eines vertrauten Tieres und zeigen an, dass es fehlt. Natürlich nicht unendlich lange, aber sie zeigen das sehr deutlich an. Das ist etwas, was mich sehr beeindruckt hat, da wo in dem Dorf, wo ich so viel Zeit verbringe und wo ich auch reite, starb ein Pferd, das auch ein wichtiges Pferd in der Herde gewesen war. Und die Leitstute stand dann lange ganz alleine auf einem Hügel und hatte sich von allen abgesondert. Das tun Leitstuten sowieso öfter. Aber es stand da, als würde es darüber sinnieren, wo dieses andere Pferd ist, was auch ihr Sohn war. Ich glaube nicht, dass das eine Rolle gespielt hat. Aber man merkte richtig, wie es diese ganze Situation noch einmal in Betracht ziehen muss. Die Herde ist da, sie ist da, aber dieses eine Pferd fehlt. Sehr eindrucksvolles Bild, so dieses in sich versunkene Tier zu sehen. Mhm. Die Kinder spielen eine Rolle und die Tiere. Und dann kommt, das geht Iris ja tatsächlich auch aus der Stadt heraus, eben fährt in das Löwenberger Land wegen der Hunde. Sie will die Hunde aufs Land bringen, nämlich auf dem Pferdehof, auf dem das Pferd steht. Das ist ein Teil der Geschichte, der mir sehr wichtig ist, weil sie auf diesem Hof die Besitzer des Hofes und Betreiber des Hofes kennenlernt und die Erfahrung macht, da plötzlich nach kleinem Zögern und kleiner Verwunderung aufgenommen zu werden. Mit einer Zutraulichkeit und einem Wohlwollen, an das sie vielleicht auch gar nicht mehr geglaubt hat in ihrem Leben. Also das Menschen und auch Erwachsene um sie herum plötzlich diejenigen sind, die auch wieder eine Perspektive öffnen auf ein anderes Leben. Interessant fand ich, in meinen anderen Büchern kommen ja immer eigentlich nur Erwachsene vor, dass die beiden sich eigentlich auch aus dieser Kinderperspektive haben schreiben lassen oder aus der Perspektive des jungen Menschen. Ist natürlich was als Mutter von zwei halbwüchsigen Töchtern, was mich unendlich beschäftigt, wie gehen wir Erwachsene mit Jugendlichen um? Ich finde ja, wir gehen oft nicht gut mit Kindern und Jugendlichen um, wir Erwachsene. Ich finde, wir sind oft viel zu respektlos und viel zu unhöflich. Und ich denke, der gegenseitige Umgang wäre viel angenehmer, wenn auch wir von unserer Seite immer ganz klar sagen würde, es gibt einen Menschen, der ist gegenüber, unabhängig von dem Alter. Man fällt dem nicht ins Wort, man beantwortet nicht für diesen Menschen Fragen, was ja manchmal Erwachsene wirklich tun. Und
wenn es kritische Anmerkungen von Seiten der Jungen oder Kinder gibt, dann würde ich immer davon ausgehen, die haben wahrscheinlich recht. So wie wir auch oft umgekehrt recht haben. Das spielt für mich noch eine große Rolle. Interessant jedenfalls, dass diese Erwachsenen sich doch auch anders haben erfinden und ausschmücken lassen als die Figuren der anderen Bücher. Warum war klar, dass diese Protagonistin noch so jung ist? Sie ist 14, als die Handlung einsetzt. Ja. Sie haben erzählt, am Anfang war dieser Blick in das Auge des Pferdes. Warum war so klar, dass das kein erwachsener Blick ist, sondern ein Kinderblick? Ach, ich scheue mich als Mutter, Themen literarisch zu berühren auch nur. Es gibt natürlich, glaube ich, immer die größte Angst, die einen sehr viel begleitet, ist natürlich die Angst um die Kinder, die Angst um das Leben der Kinder. Das ist die allergrößte Angst. Die zweitgrößte Angst ist, dass man als Mutter zu früh stirbt. Also, dass man stirbt und das Kind alleine lässt, bevor man es wenigstens bis zum 18. Geburtstag geschleppt hat. Oder vielleicht, sagen wir mal, bis zum 21. Und idealerweise möchte man sie ja noch länger begleiten können. Man möchte sie jedenfalls großziehen, wie es so schön heißt. Und aus irgendeinem Grund habe ich dann doch diese ganz persönliche Angst, als auch, wenn Sie so wollen, als literarischen Motor genommen. Mhm. Natürlich spielen Fantasien und Ängste und Träume immer eine große Rolle, aber ich wollte unbedingt ein Kind aus dieser schrecklichen Situation retten, im Buch. Wenigstens mal eins. Und deswegen musste es ein Kind sein, was ich erfinde und kein Erwachsener. Das Thema Tod hat in dem Roman Skip ja schon eine riesige Rolle gespielt. Da ist es ein 50-jähriger Mann, der vor allem junge Menschen, die durch ein dramatisches Unglück ihr Leben verloren haben, begleitet. Also der die Seele spürt, die versucht, sich von dem Körper zu entfernen, weil der Mensch gestorben ist. Von daher war mir das Thema schon sehr nah und vertraut. Ist einfach so ein Lebensthema, glaube ich. Wie kann man trösten? Wo gibt es Trost in der Welt, auch über den Tod hinaus? Und diesmal hat sie es eben tatsächlich auf das Kind bezogen. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Bei Skip sind die Sterbenden schon jung. Also da gibt es auch schon diese Perspektive einer ganz jungen Frau, die es gibt etwas Gemeinsames, glaube ich. Für mich ist bei beiden Arten von Büchern vor allem eines wichtig. Das klingt vielleicht jetzt überraschend simpel, aber ich halte es für gar nicht selbstverständlich. In den Büchern muss was drinstehen, und zwar substanziell. Ich habe absolut kein Verständnis für Bücher, in denen nicht wirklich was drinsteht. Und ich finde, Gedankenreichtum ist eines der Hauptkriterien guter Literatur, völlig unabhängig davon, ob es Kinder- und Jugendbuchliteratur ist oder Literatur für Erwachsene. Das ist das eine und das ist essentiell. Da ich viele Jugendliche kenne, die ausgesprochen klug sind, ist es auch eine Herausforderung, etwas zu schreiben, was klug genug ist für kluge Jugendliche. Und das Zweite ist, dass das Schreiben selber, dass die Sprachlichkeit auch über mich als Autorin hinausgehen muss. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Sprache die beste Verbündete ist, die wir Menschen haben. Und ich glaube, das liegt daran, dass Wörter so viel aufgespeichert haben in sich über die Jahrhunderte und sich dann manchmal auch zueinander kombinieren, dass die Sprache klüger ist als wir. Und ich möchte, dass dafür Raum ist in meinen Büchern. Bei Erwachsenenbüchern wie bei Jugendbüchern. Können Sie ein Kinder- oder Jugendbuch nennen, das diese Voraussetzungen für Sie damals, als Sie es gelesen haben, erfüllt hat? Sie meinen, als ich ein Kind war? Ja. Oder
ich habe tatsächlich meine alten Kinder- und Jugendbücher bei uns im Löwenberger Land aus den Kisten geholt und fand ganz viele tolle Sachen. Es ist jetzt gar nicht ein Buch, was mich sprachlich irgendwie beeindruckt. Es ist einfach ordentlich geschrieben. Hans-Georg Noack heißt der Jungpferde Hindernisse, mal ein Pferdebuch mit Jungs erstens und außerdem einfach ein differenziertes, reich, ein Jugendbuch, was reich genug ist. Dann gab es eins, um jetzt erstmal in dem Genre zu bleiben. Ich glaube, die heißt Ruth Randall. Mein Pony Sturmvogel. Das ist auf so eine tolle Weise eine richtige Pony-Geschichte mit einer englischen, sozialen, komplizierten Geschichte verwoben, dass ich voller Bewunderung bin und auch ein bisschen neidisch. Dann gibt es ja auch neuere Bücher. Ich mochte sehr gern Elektrische Fische. Das war auch so ein bisschen ein Buch, wo ich dachte, ja, das ist ein tolles Buch. Ich würde mir wünschen, dass es mehr solche Bücher gibt, die Jugendlichen auch so völlig zweifelsfrei ernst nehmen. Schneeriese ist ja noch von Anke Stelling, finde ich auch ein sehr schönes Buch. Gibt dann immer so viel, wenn man sie nicht vor der Nase hat, fallen sie einem alle nicht ein. Ach, alles kommt gut. Noch. Hier haben wir dann auch noch eins. Ja. Jetzt, wo wir in Frankfurt sind, ich bin ja in Frankfurt geboren und bin da aufgewachsen. Mhm. Also ich kann sozusagen das Haus meiner Kindheit von hier, vom Dach aus sehen. Und es ist natürlich sehr schön, wenn sich in einem Leben plötzlich unterschiedliche Aspekte zusammenfügen lassen und sich auf eine wie kluge, listige Weise von selber ergänzen. Also, dass ich beim Fischer Verlag bin, dass ich dadurch so nah an meinem Elternhaus bin, dass ich jetzt ein Jugendbuch geschrieben habe, was mit dem zu tun hat, was im Moment doch vielleicht das Zentrum letztlich meines Lebens ist, nämlich meine Töchter, die 13 und 14 sind. Also sie sind noch nicht so alt, dass sie schon entfleucht wären. Sie sind wirklich noch da, herrlicherweise, ganz wunderbar. Und diese sehr intellektuelle Seite und sehr versponnene Seite und sehr poetische Seite plötzlich verbinden zu können mit etwas, was dieses praktische, tägliche, handgreifliche Leben ausmacht, was durch all die Tiere, die wir inzwischen haben, das ist ja schon ein halber Zoo, 6 Meerschweinchen, 3 Karnickel, 2 Hunde, 2 Katzen und ein Pferd, das ist sehr beglückend. Eigentlich hätte ich mir natürlich gewünscht, am liebsten alle Tiere mitzubringen. Dann müssten Sie sich jetzt hier vorstellen. Also 2 Hunde, ein großer und ein kleiner, ein Pferd, was auf das Dach vielleicht nicht so leicht hinauf zu buxieren wäre. Und natürlich hübsch aufgereiht all diese 6 bezaubernden Meerschweinchen. Und die Kaninchen und die Katzen vermutlich, eine bei Ihnen auf dem Schoß und eine bei mir auf dem Schoß. Oh ja, die sorgen ja immer für Bequemlichkeit. Das wäre und jetzt Wärme. Natürlich der Höhepunkt gewesen, all die Viehzeuge, ja. Viechtiere. Ich habe kurz überlegt, ob ich wenigstens den einen Irish Terrier mitbringe, aber das hätte mein Nervenkostüm während der Zugfahrt, glaube ich, einfach nicht hergegeben. Dann wäre ich jetzt hier zu unglücklich. Aber es wäre natürlich ein hübsches Bild. Also eigentlich sind wir hier zu sehr vielen. Ja, mir fällt gerade noch ein, dass Sie das in Ihrer Widmung, wenn ich das hier sagen darf. Sie haben das Buch Ihren Eltern gewidmet und sich dafür bedankt, dass Sie immer einen Garten hatten, der da hinten, wahrscheinlich keine 500 Meter von hier liegt. Ist das Nein, derselbe Garten? Nicht wirklich. Das ist ein Garten im Odenwald. Man wiederholt ja manche Sachen, behauptet man. Also man wiederholt im Erwachsenenleben Dinge, die man als Kind erfahren hat. Und ich bin dafür ein besonders drastisches Beispiel. Das ist schon fast ein bisschen an der Grenze des guten Geschmacks. Also wie meine Mutter habe ich 2 Töchter im Abstand von 1,5 Jahren zur Welt gebracht. Und wie meine Eltern habe ich als die die jüngere 4 wurde, fand ich
sie sollen auf dem Land mit groß werden. Und ich kam dadurch mit 4 in ein Dorf, habe unendlich viel Zeit im Kuhstall verbracht und mich immer nach Pferden gesehnt. Und wir hatten einen Gasthund. Und meinen Eltern verdanke ich den Garten, aber vor allem verdanke ich ihnen natürlich zu wissen, was ein Garten ist. Und Garten ist jetzt auch ein bisschen eine Metapher dafür, dass man wirklich mit der Natur groß wird und mit Tieren groß wird. Und ich bin unendlich dankbar dafür. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie mein Leben wäre, wenn ich nicht raus dürfte. Und wenn ich nicht diese intensive Form von Liebe nicht kennen würde. Es ist ja gar nicht, ich arbeite auch gerne im Garten und stundenlang, das ist auch alles wichtig, aber eigentlich ist es das Hinausschauen und die Welt als einen unendlichen Reichtum und eine Unerschöpflichkeit begreifen und zutiefst dankbar sein dafür, dass man das wirklich sieht und dass es das wirklich gibt. Das ist tatsächlich etwas, was ich meinen Kindern weitergeben wollte und was bisher auch tatsächlich geglückt ist. Daher dieser große Dank an meine Eltern. Weitergegebene Liebe ist ja wahrscheinlich mit das Wichtigste, wenn man Kinder hat. Und vielleicht auch, wenn man Bücher schreibt. Ja, das kann ich. Ich finde, das ist ein wahnsinnig schönes Schlusswort. Das war jetzt das Schlusswort. Wir können gehen. Wir sind es.